Es ist einfach, irgendwelche Sachen schlecht zu reden, doch ist der ganze Hass und die Negativität um die heutige 7900X3D-CPU von AMD denn wirklich gerechtfertigt? Meiner Meinung nach nicht. Klar, die CPU weist ein paar Schwächen auf, kann im Allgemeinen jedoch durchaus überzeugen. Was also führt dazu, dass dieser Prozessor von so einigen Leuten runtergemacht wird? Im Rampenlicht steht heute der AMD Ryzen 9 7900X3D. Im Kern blicken wir nach wie vor auf einen regulären 7900X mit ein paar Änderungen. Die größte darunter wohl bekanntlich der AMD 3D V-Cache. Preis. Stand Juni 2023 kostet ein 7900X3D im Handel zwischen 530 und 550 Euro, was also ein ganzes Stück teurer als ein gewöhnlicher 7900X ist. Wohl auch der direkte Konkurrent i7-13700K stellt die preisgünstigere Wahl dar. Vielleicht aber lohnt sich ja der Aufpreis zum 7900X3D. Vorweg geht ein riesen Dankeschön an den lieben Zuschauer und Unterstützer Markus Gebhardt raus. Er hat mir nämlich seine CPU großzügigerweise für meine Tests als Leihgabe bereitgestellt. Ohne seine Aktion gäbe es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Tests und Vergleiche mit dem 7900X3D von mir. Wer also meinen Test zu schätzen weiß, hat praktisch nur eine Person zu danken, der Markus. Architektur. Der Unterschied zwischen regulärem 7900X und dem heutigen 7900X3D liegt ganz einfach primär im Cache. So bleibt die Kern- und Thread-Anzahl von jeweils 12 und 24 die gleiche. Beide CPUs verfügen über zwei CCDs mit jeweils 6 Kernen, die eben insgesamt 12 ausmachen. Auf einem dieser CCDs befindet sich aber noch eine Extraschicht an L3-Cache, und zwar in Höhe von 64 MB. Alles zusammen bietet der reguläre 7900X also 64 MB, die X3D-Variante davon immerhin 128 MB. Nur gibt es hier eines zu beachten, und zwar die Aufteilung. Der 3D-V-Cache befindet sich nur auf einem der zwei CCDs. Für Gaming entscheidend, also fungiert der 7900X3D also so gesehen als mit übermäßig Cache getunter 6-Kerner, während Flaggschiff 7950X3D und eine Klasse darunter der Zusatzcache in Kombination mit 8 Kernen läuft. Allerdings heißt dies auch, dass der 7900X3D im Vergleich zum 7950X3D pro Kern keine 8 MB L3-Cache hat, sondern aufgerundet respektable 10,7 MB. Weil allerdings der 3D-V-Cache bekanntlich ziemlich hitzeempfindlich ist, haben AMD die ursprüngliche Maximaltemperatur, wie noch beim 7900X, von 95 Grad auf 89 Grad Celsius beim X3D-Modell angepasst. Dementsprechend auch die TDP von 170 Watt auf 120 runtergedreht. Wie und ob sich das auf die Taktrate auswirkt, seht ihr gleich. Test-Setup. Was das Mainboard betrifft, greife ich zum ASRock X670E Pro RS. Als RAM springt der Kingston Fury Beast RGB mit 32 GB, 6000 MHz und CL36 Timings ein. Gekühlt wird mit der Be Quiet PureLoop 2 FX 360mm AIO-Wasserkühlung. Die Grafikkarte hört wie gewohnt auf den Namen Asus RTX 3090 in der TUF Gaming OC Variante. Tatsächlich läuft man selbst mit so viel Grafikpower bereits in ein offensichtliches GPU-Bottleneck, das ich in dem Video notgedrungen zu bekämpfen versucht habe. Taktraten. Blicken wir aufs X3D-Modell, müssen wir uns eingestehen, dass einiges an Takt abgegeben werden muss. CCD Nummer 1, worauf der Extra-Cache platziert wurde, taktet in meinem Fall 425 MHz niedriger als der des X-Modells. Beim CCD Nummer 2 fällt die Differenz weniger markant aus, dennoch ist die Rede von ca. 175 MHz. Was den Boost-Takt betrifft, sollen beide CPUs laut AMD maximal denselben in Höhe von 5,6 GHz aufweisen können. Tatsächlich toppen beide getesteten Modelle diesen Sollwert, wobei der 7900X hier noch ein Stück heftiger nach den Sternen greift. In Spielen konnte ich durchgehend einen allumfassend spürbar niedrigeren Takt seitens des X3D feststellen. Nicht, dass er gering wäre, aber halt nicht so spektakulär wie beim X-Gegenstück.
Allerdings hat dies auch eine äußerst gute Seite hinsichtlich des Stromverbrauchs, zu dem wir ein wenig später noch kommen. Wie gesagt, AMD haben die TDP von ursprünglichen 170 Watt auf 120 reduziert. Das entspricht außerdem einem Sprung im PPT-Wert von 230 auf 162 Watt. Leistung, Produktivität. Losgelegt in Cinebench R23 fallen wir mit dem 7900X 3D um 4% hinter dem 7900X. Der Konkurrenz Intel mit ihrem 13700K gelingt daher ein Vorsprung von über 12% gegenüber des 7900X 3D. Die Single-Core-Leistung fällt hier bei der X3D-CPU verglichen mit dem regulären X-Gegenstück minimal höher aus, doch auch hier liegt der 13700K um 3% in Führung. 7-Zip Benchmark. Hier tritt man glücklicherweise mit dem Cache Monster kaum Leistung ab, positioniert sich auch stolze 11% über dem 13700K. Weitergemacht mit V-Ray 5. 7900X 3D und 13700K führen hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen, leisten identisches. Einzig dem regulären 7900X gelingt es nochmal 7% besser abzuschneiden. Der Corona Benchmark zeigt auf, dass die drei relevanten Prozessoren praktisch gleich gut und schnell performen. Der Blender Open Data Test lässt hingegen Intel erneut die Oberhand gewinnen, ist 8% schneller als die X3D CPU von AMD. Diese wiederum hängt der X-CPU auch um ca. 3% hinterher. Handbrake lässt leider den 7900X 3D etwas stärker ins Hintertreffen geraten. Er ist 10% langsamer als ein 7900X, der fast auf Augenhöhe mit dem 13700K ist. Zuletzt Vegas Pro 20. Auch hier zeigt sich der X3D um 7% langsamer als ein X-Brüderchen. Genau mittendrin quetscht sich Intels Core i7 rein. Gaming. Bevor wir uns diese Ergebnisse ansehen, will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich in ein GPU-Bottleneck gelaufen bin. Eine RTX 3090 bietet einfach nicht mehr ausreichend Grafikpower, um die Differenzen der einzelnen CPUs, insbesondere die der X3D-Varianten, deutlich zu veranschaulichen. Es ist somit meinerseits in Planung, künftig mir extra fürs Testsystem eine entsprechend leistungsstärkere Grafikkarte zuzulegen. Bis dahin wird die Zeit mit den üblichen 1080p und 1440p Tests und folgend mit 27p Tests überbrückt. Auch wenn letztere für heutige Verhältnisse natürlich fragwürdig und unrealistisch sind. Danke für euer Verständnis. Assassin's Creed Valhalla. Hier übernehmen vor allem die AMD Zen 4 CPUs die Führung, egal ob mit oder ohne 3D V-Cache. Der 13700K bringt hier schon fast 5% weniger Bilder pro Sekunde auf den Bildschirm. Borderlands 3. Die Liste führen die zwei getesteten X3D-Biester an. X3D schneidet 14% besser ab als ein 7900X und immerhin auch 7% besser als ein 13700K. Der 7900X 3D zaubert des Weiteren gegenüber seines X-Gegenstücks 24% flüssigere 1% los. Nicht schlecht. In Cyberpunk 2077 bieten die jeweiligen AMD und Intel CPUs vergleichbare Leistung. Der reguläre 7900X ist da jedoch schon durchschnittlich 6% langsamer und ebenso 15%, was die 1% Lows betrifft. Far Cry 6. Hier krallen sich 7950X 3D und 7900X 3D die ersten zwei Plätze. 7900X 3D liefert 11% mehr FPS als die X-CPU und minimale 3% mehr als ein 13700K. Dafür muss aber gesagt werden, dass der Core i7 fast 12% höhere Minimumwerte aufweist. Nun gut, weiter zum Renntitel Forza Horizon 5. 7900X und X3D unterscheiden sich hier grundsätzlich nur noch in den 1% Lows, die beim X3D um 4% höher ausfallen. Intel hingegen liegen aufgerundet im Durchschnitt um 8% zurück, was 18% im Low-Bereich entsprechen. GTA 5 gibt kaum mehr her, was FPS angeht. Von daher performen so gut wie alle CPUs gleichermaßen gut. Dennoch konnte ich kurioserweise 15% niedrigere Lows gegenüber des 7900X messen. Nun zu Horizon Zero Dawn. Hier performt der 7900X 3D nur um ein klitzekleines bisschen besser als sein X-Gegenstück. Das reicht allerdings schon, um sich 6% vor dem 13700K zu platzieren.
Angekommen in Metro Exodus macht der X3D-12-Kerner keine schlechte Figur, ist aber kaum performanter als ein regulärer 7900X. Der 13700K geht hier mit fast 2% Vorsprung in Führung. Red Dead Redemption 2 zeigt dann wieder interessantere Werte. So bietet der X3D im Gegensatz zur X-CPU nicht nur im Durchschnitt 4% mehr FPS, sondern im 1% Low-Bereich sagenhafte 22%. Dagegen fällt selbst der 13700K ein wenig ab, hält sich dann aber durchschnittlich recht gut. Rise of the Tomb Raider. 3% mehr kann hier der 7900X3D gegenüber des 7900X. Ein 13700K ist ca. 4% langsamer als die genannte X3D-CPU, in den Lows hingegen genauso gut. Shadow of the Tomb Raider liefert dann aufgrund des GPU-Bottlenecks eher uninteressante Ergebnisse. Im Prinzip leisten die richtig performanten Vertreter im Diagramm in der Konfiguration das gleiche. Gaming-FPS-Durchschnitt der 1080p und 1440p-Tests. Die ersten zwei Plätze belegen hier die Zen 4 CPUs der X3D-Variante. Ich konnte daher vom 7900X kommend auf den 7900X3D durchschnittlich einen Leistungszuwachs von rund 4% vermelden. Das wären immerhin fast 5% in den 1% Lows. Tatsächlich liegt der 13700K daher im Durchschnitt 3% hinter dem 7900X3D. Gaming-Ergebnisse auf 27p, um notgedrungen teilweise mein GPU-Bottleneck zu umgehen. In Assassin's Creed Valhalla liegt AMD um so ca. 4% vor Intels 13700K. Borderlands 3 zeigt hier deutlich auf, dass die X3D-CPU sage und schreibe 36% an FPS-Zuwachs zulegen konnte, entsprechende 35% in den 1% Lows. Dagegen fällt der 13700K durchschnittlich um 17% zurück und 13% hinsichtlich der Low-Werte. Cyberpunk 2077 lässt hingegen insbesondere den 13700K besonders gut dastehen. Dieser weist gegenüber des 7900X3D einen Vorsprung von 4% auf. Immerhin konnten AMD die Leistung vom 7900X kommend auf X3D um stolze 16% anheben, sogar 21% in Sachen Lows. Respekt! Far Cry 6 erlaubt dem 7900X3D um wenige Prozente in Führung zu gehen. Vergleicht man jedoch mit dem 7900X, sind es keineswegs mehr wenige Prozente. Die Rede ist von 26%. Forza Horizon 5 scheint hier kaum mehr zuzulassen. Nichtsdestotrotz gelingen AMD gegenüber Intel ein erfolgreiches Überholmanöver in Höhe von 8%. GTA 5 zeigt gar keine brauchbaren Werte mehr, können wir somit überspringen. Ähnlich sieht's tatsächlich im Titel Horizon Zero Dawn aus. Hier nehmen sich die einzelnen CPUs nicht viel. Einzig dem 7950X3D gelingt ein nennenswerter Vorsprung. Nochmal ein Stück langweiliger geht's in Metro Exodus zu. Einziges interessantes Merkmal, die X3D-CPUs weisen leicht schlechtere 1% Lows auf. Red Dead Redemption 2. AMD konnten dank des 3D-V-Cache immerhin respektable 8% rausholen. Das reicht auch, um mit dem Core i7 mithalten zu können und diesen sogar um 5% in den Minimumwerten zu überrumpeln. In Rise of the Tomb Raider konnte ich vom X-Modell auf X3D einen Leistungssprung von 7% messen. So liegen AMD minimal vor Intel, verlieren dann in den Lows dagegen 6% an Land. Zu guter Letzt Shadow of the Tomb Raider. Der GPU-Bottleneck lässt wieder schön grüßen. Dennoch sind zumindest die 1% Low-Ergebnisse brauchbar. Der 7900X3D liefert nun 17% flüssigere FPS gegenüber des 7900X, während Intel aber im Vergleich zum X3D-Modell nochmal mit 6% zulegen können. Gaming-FPS-Durchschnitt der 720p-Tests. Grundsätzlich kann man hier ablesen, dass X3D gegenüber des X-Gegenstücks 8% performanter ist, entsprechend auch 9% höhere 1% Lows an den Tag legt. Ein 13700K leistet da praktisch Vergleichbares. Leicht höhere Minimumwerte, dafür minimal niedrigere Durchschnittswerte. Stromverbrauch und Temperaturen. Und hier wendet sich nun das Blatt allmählich für den 7900X3D. Zweifelsohne krönt er sich mit solch hoher Energieeffizienz zu einer der besten Allrounder-CPUs im High-End-Mainstream-Bereich.
Nicht nur verbraucht der 7900X 3D 83 Watt bzw. 27% weniger Strom als ein 7900X, sondern, und jetzt festhalten, 226 Watt oder 51% weniger als Intels i7-13700K, auf Volllast wohlbemerkt. Während der 7950X3D noch einen sündhaft hohen Leerlaufverbrauch aufweist, ist dies zumindest im Vergleich zur Konkurrenz Intel, also 13700K versus 7900X3D, kein Thema mehr. Doch natürlich wird nicht für jedermann der Verbrauch auf Volllast entscheidend sein. Von daher habe ich selbstverständlich auch Messungen während Gaming vorgenommen. Hier zeichnet sich zumindest eine nicht so dramatische Schlacht ab. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass man für effektiv dieselbe Gaming-Leistung mit dem 13700K 82 Watt oder 16% mehr Strom aus der Steckdose zieht. Die Äußerung, die man oft hört und liest, Intel sei in Spielen generell sparsamer, stimmt also nicht. Doch selbst AMDs eigener 7900X verbraucht schon 62 Watt bzw. 12% mehr Energie als die X3D-Ausführung davon. Ohne jegliche Optimierung sind 7900X und 13700K auf Volllast natürlich auch dementsprechend schwer zu kühlen. Lobenswerter fällt die Temperatur von leicht über 80 Grad Celsius im Falle des 7900X3D aus, wobei dies auch nur mit einer 360 mm AIO-Wasserkühlung machbar war. Fazit: Mir schließt sich somit nicht recht, weshalb es Leute gibt, die den 7900X3D so ins Negative ziehen. Technisch sehe ich mir da nicht wirklich einen Grund. Klar könnte man hier das 6-Kern-Layout der zwei CCDs anführen, doch das ist mit 12 Kernen bei AMD keine Neuheit und scheint größtenteils bis jetzt zumindest keinen allzu großen Einfluss auf die Gaming-Leistung zu haben. Einzig einen Punkt gäbe es aus meiner Sicht aus, am 7900X3D zu kritisieren, und das wäre schlussendlich der Preis. Ohne in den meisten Fällen eindeutig die Nase vorn in Spielen zu haben, geschweige denn in produktiven Einsätzen, stellt der i7-13700K aus dem Hause Intel rein aus Preis-Leistungssicht die bessere Wahl dar. Aber, und das ist ein großes Aber, der im Vergleich zum 7900X3D enorm hohe Stromverbrauch des 13700K sollte nicht unterschätzt werden. Im Falle der X3D-CPU mag man wohl bei der Anschaffung mehr Geld hinblättern, doch langfristig könnte einen diese Investition aufgrund Stromeinsparungen sogar günstiger kommen, je nach Stromtarife und Region. Von daher bin auch ich persönlich bereit dazu, einige Prozente an Multicore-Leistung abzugeben, wenn das heißt, dass ein 7900X3D nochmal erheblich sparsamer läuft als ein regulärer 7900X. Man könnte meinen, mit Optimierungen ließen sich Verbrauch und Temperaturen noch weiter senken, doch dem ist nicht so. Zumindest konnte ich nichts mehr rausholen, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Wer jedoch Lust und Laune hat, könnte sich einen regulären 7900X ebenso wesentlich sparsamer konfigurieren und auf die Weise Geld sparen. Man findet sich dann aber natürlich mit etwas schlechterer Gaming-Leistung ab im Verhältnis zur X3D-Variante. Zum richtigen Preis, finde ich, ist der AMD Ryzen 9 7900X3D definitiv eine Kaufempfehlung wert. An der Stelle nochmals herzlichen Dank an den Markus Gebhardt fürs Ausleihen seiner CPU für meinen Test. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.